Topfgucker TV empfiehlt. So, heute wollte ich machen ein neues Rezept mit Wild. Also, das ist ein Rezept aus Toskana von die Maremma. Und das wird also eine Fasanenbrustfilet, die welche ist seit 36 Stunden eingelegt, ein Rotwein mit verschiedenen Kräutern. Das mag man in Mandelpanade. Das alles in eine Chianti-Soße. Und das kommt auf eine Millefolie von Hokkaido-Kürbis mit Pistazien und alles mit einer gelben Tomatenkompott, gelbe Tomaten mit Basilikum. Wir anfangen mit dem Kompott. Das sind gelbe Tomaten, halbieren. Dann nehmen wir die Kerne, weil die Kerne dann am Ende die wird bitter. Natürlich die Marmelade, die sollte nicht sehr süß sein oder sonst der Kontrast ist zu stark. Ein kleines Stück schneiden. Also ich habe die gelbe Tomaten gewählt, weil die gelbe Tomaten sind delikat als die rote. Und in dieser Teller, wir haben also Fasanen sehr stark angeschmackt, auch die Mandeln an sich. Deswegen habe ich gewählt eine Tomaten, die welche milde sind. Ich habe in die Pfanne einen kleinen Schluck Weißwein gemacht. Das ist Zucker. Das ist einfach eine Weinsirup. Dann die fängt an kochen, kleine Flamme, dann kann man unsere Tomaten reintun. Lassen wir langsam kochen. Jetzt nehmen wir ein bisschen Basilikum, auch so grob geschnitten. Und zum Ende Tropfen von Limettensaft. Das hilft die Farbe für die Basilikum halten. Oder sonst wird es zu dunkel. So, die karamellisiert sich alles jetzt. Ist fertig. So, jetzt zu zweite wollte ich die Millefolie machen. Also Millefolie heißt auf Italienisch 1000 Blätter. Das heißt schon, was geschichtet ist. So wie Lasagne ist auch eine Teigmillefolie, was bekannt ist hier in Deutschland zum Beispiel. Aber die Millefolie kann man mit verschiedenen machen. Ich anfange mit dem Hokkaido-Kürbis. Also Kürbis, die bekannten, die sind drei. Gibt es die Speisekürbis, welche die schmeckt nach Wasser. Dann gibt es die Muskatkürbis, das ist die kleine, das ist sehr intensiv. An die Duft und an die geschmeckt. Und die Hokkaido ist, was milde ist, was die nach Kürbis schmeckt, aber nie so viele. Die sollte nie sehr relevant als Geschmack sein. So, die Schale natürlich. Das sollte in Würfel geschnitten. Einen Schluck Butter, lassen wir das Butter ein bisschen schmelzen, Pistazienkerne, so die Pistazien, die lasst ganze Öl rein. Aufpassen, wenn die Butter dunkel wird, dann ist nie mehr gut. So, Kürbis. Zusammenbraten, nicht so viel, weil die Kürbisse die sollte sowieso knusprig bleiben, die Farbe ändert. Und das ist unsere Kürbis- und Pistazienkerne, was dann in die Millefolie nutzen muss. Jetzt machen wir die Parmesan-Snacks. Das kommt, nehmen wir ein Ei, einen kleinen Schluck Milch, zwei Esslöffel. So, Parmesan, Pfeffer und Salz. So, die Ei, die sollte ein bisschen Luft nehmen. Jetzt müssen wir für die eine Form geben. Das geht ganz einfach. Ein bisschen Fett. Man sieht, so wie die langsam trocknen sich. Das heißt, die Form haben wir schon gegeben, deswegen das kann man raus. Das ist fast trocken.
So. Und durch die Eier, die wird auch luftig rein. Das ist unsere erste. Machen wir noch eine. Man merkt, die ist fast fertig, wenn die fängt an zu trocknen. Also oft sage ich, ihr müsst mit einer kleinen Flamme das kochen oder sonst wird verbrannt. Richtig kleine Flamme mit Zeit und durch die Luft, die wächst und die kommt auch luftig drin. So, manchmal das passiert, die klebt. Fertig. So, das ist unsere zweite Teile von der Millefolie. Unsere Fasanenbrustfilet, die ist Marinade mit Rotwein, Lorbeer und verschiedene Kräuter noch, Salz und Pfeffer. Und so die ändern sich auch die Farbe. Muss ich mal achten, weil manchmal die sind Fleder noch bei der Fasanenbrust. Und der sollte mindestens 36 Stunden in einer Marinade liegen oder sonst die stinkt immer nach Wild. Und das ist, was nicht schön ist von der Wilde. Lassen wir schön trocknen. Natürlich, die sollte schön trocknen dann. Unsere Fasanenbrust. Schneiden ein bisschen. Stück. So. Also, bereiten wir vor die Panade, ein Ei, das kann man ein bisschen, kleinen Schluck Salz, panieren wir, erstmal in die Ei und dann in die Mandeln. Jetzt müssen wir das braten, einbraten lassen. Ein kleiner Schluck Olivenöl. Ich empfehle immer Olivenöl als Butter, statt Butter, weil die Butter ist sehr fettig. Und die Mandeln an sich, die sind auch sehr fettig. Lassen wir schön braten werden. Kurz einbraten von beider Seite. Immer aufpassen, wann die Mandeln zu dunkel wird, weil dann die sind bitter, die sind nicht mehr so schön duftig, dann das ist nicht mehr so schön zum Essen. So, ist fertig. Nehmen wir raus. Mit uns nur unsere Chianti-Soße. Wir nehmen als Fond die Öl, wo haben wir das gebraten. Nehmen wir eine Möhren, schälen wir das. Dann nehmen wir ein Stück Sellerie, dasselbe, grob schneiden und ein Viertel Zwiebel. Lassen wir alles in die Pfanne, Öl ist noch ein bisschen warm. Und jetzt lassen wir schön braten. Ein bisschen Thymian rein, das ist sehr gut mit Fasanen. Also man merkt jetzt, wie die Duft von den Thymian rausgeht. Das ist eine schöne Kräuter, ganz duftiger. Und Rotwein, die passt sehr gut. So, wenn die Gemüse schön golden, so glänzend sind, dann kann man unsere Chianti reintun. Lassen wir kurz kochen, bis man mindestens eine Hälfte reduziert. Ist fast fertig, mache ich ein bisschen Salz rein, nicht so viele. Und ein bisschen Pfeffer, wieder nicht so viele. Das machen wir alles durch einen Sieb, weil wir brauchen eigentlich nur die Soße.
das 1000 Blätter zu machen, ich nutze wieder die Forme, ich stelle die, was haben wir gemacht, dann die Kürbis, wieder, jetzt nehmen wir ein bisschen Asiago-Käse, das ist eine Käse aus Norditalien, ist mit Kuhmilch gemacht. Das ist sehr aromatische Käse. Ein paar Thymianblätter drauf. So. Und jetzt stellen wir alles ganz kurz in den Ofen, weil die sollte gratiniert. Und die Fasanenbrust kommt wieder schön heiß. Ganz kurz, 190 Grad für 5-6 Minuten, bis wann die Käse schmelzt sich, weil eigentlich die alle Zutaten sind schon vorgekocht. Unten nicht habe ich auch die Fleisch, so kommt schön heiß, aber ganz kurz oder sonst wird hart. Also, die ist fertig. Unsere Rotweinsauce. Kompott. Stellen wir die Thymian so. Und ein paar Pistazienkerne. So, das ist unsere Teller. Aber viel Spaß an die Kochen. Dann, wenn, falls Sie Fragen haben oder möchten Sie persönlich das erleben, ganz einfach in mein Restaurant kommen und das genießen. Vielen Dank. Alle Gastgeber und Rezepte unter www.topfgucker-tv.de.